Fuck. Wo? Fuck. Ich komme nicht durch, ich komme nicht durch. Oh Gott. Die beiden schon wieder. Kann ich hier raus? Darf ich hier raus? Bitte lass mich raus. Nein, ich kann hier nicht raus. Oh fuck. Ist das ein scheiß enger Raum für diesen scheiß Kampf? Was soll das? Leute, hallo? Fuck, aua. Nein. Der trifft mich nicht. Okay. Das mal einzukriegen. Fuck. Wenn das kriege ich die anderen die ganze Zeit. Folgendes. Noch ein bisschen was einwerfen. Okay. Dass das hier gerade so scheiße läuft. Nein, 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 nein. Nicht die Armlose. Keine Arme, keine Kekse. Oh Gott. Hab ihn erwischt. Sie würde ich aber gerne mehr erwischen. Sie ist im Arsch, okay. Fuck. Der macht mir jetzt Kopfschmerzen. Davor war es sie die ganze Zeit, aber jetzt ist es er. Kann ich an dir vorbei? Danke. Sehr schön. Gib mir noch so einen guten. Nicht ganz. Oh doch, ich habe noch Schaden gemacht, aber ich habe sein Dinges Moment verpasst. Mich fertig, der Mann. Der macht mich einfach fertig. Und deswegen, Leute, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber keine Geister daten. Hallo? Oh Gott, ich bin wirklich so dumm, dass ich das verpasst habe. Ich weiß es nicht. Dass ich das verpasst habe. Ah! Mir tut's auch leid. Aber trotzdem, ey. Was soll das denn? Ups. Nein. Absolut nicht. Ich verpasse es. Okay. Das heißt, knapp wieder gekriegt.
Jetzt habe ich dich. Ich habe ihm irgendwie kaum Schaden gemacht. Und Rückstoß tue ich ihn irgendwie auch nicht so wirklich. Und jetzt habe ich es verpasst. Habe ich ein bisschen zurückstoßen können. Der hat so komische Fatal Frame Momente. Okay. Hab ihn endlich. Oh Gott. 3 bis 4 Kräutermedizin später. Da liegt etwas auf dem Boden, wo der Geist gewesen ist. Welcher von den beiden? Stapelschlüssel. Der blutige Scholzschlüssel ist mit einem Rautenstapelmuster verziert. Tür offen, ja? Was ist hiermit? Die ist zu. Okay. Hier habe ich noch gar nicht reingeguckt. Da ist das in der Schublade. Guck der Medizin. Yay! Wie viel? 1, 2, 5, 2. Geil. Aha. Auf dem Boden glänzt etwas. Schillernder Kristall. Und Geisterkugel natürlich. Natürlich, natürlich. Ein bisschen Radio hören. Schillernder Kristall. Der Kristall schimmert gelblich. Er lag beim blutüberströmten Raum. Dakusabe. Dakusabe is coming. Help me. The ritual was... Und schon wieder dieser Kusabi. Kusabi, Kusabi. Ich guck mal Folgendes. 24.000 Punkte. Wir können die Sensitivität erhöhen. Das machen wir auch direkt mal. So. Und dann können wir eigentlich auch mal hier Geisterkugeln hinzufügen. Weil die Grundfunktion will ich auf jeden Fall auf Maximum irgendwann kriegen. Und bei den Powerlinsen können wir später mal gucken, was uns da am ehesten zusagt. Vor allem halt als Vorbereitung auf den Bosskampf. Am Ende dann. Muss nochmal gehen durch diesen Scheißraum. Fuck. Augen zu und durch. Bitte lass mich in Frieden. Ich bin nur auf der Durchreise. Bin schon durch die Tür durch. Ich werde dich auch bestimmt nicht weiter belästigen. Und tschüss. Es ist so ätzend, dass das so ein Zwischenraum ist. Ich hoffe, das hört irgendwann auf. Oder ich weiß nicht. Dass wir irgendwie eine Abkürzung finden oder sowas. Wir speichern hier nochmal. Wieder auf den zweiten Stand. Natürlich, natürlich, natürlich. Selbst wenn ich den Dorfbericht 1 nicht mehr finden werde. Dieser Spielstand 1, der soll mein Grabmal sein. Für diesen Dorfbericht 1. Irgend so ein Dunst raus. Und ich erschrecke mich inzwischen vor allem. Sieht hier immer noch verklemmt. Ja, genau wie ich.
Also bitte lass hier nichts Böses auftauchen. Da war ich zu spät dran. Aber das hat was hinterlassen. Folkloristen-Notizen 4. Wo vorher der Geist war, liegt jetzt ein Buch. Anscheinend ein altes Tagebuch. Uralte Dorfaufzeichnungen werden im Haus des Zeremonienmeisters aufbewahrt. In vielen geht es um die Legenden, Erzählungen und Rituale des Dorfes. Dort gibt es sicher viele Aufzeichnungen, die von großem Wert für mich sind. Das verbotene Ritual wird auch Purpur-Opferritual genannt. Dabei sollen Zwillinge das Tor zur Hölle versiegeln. Es gibt zwei Teile. Eine sichtbare Zeremonie, die regelmäßig abgehalten wird, und, falls sie fehlschlägt, eine versteckte Zeremonie. Wenn beide Zeremonien fehlschlagen, öffnet sich das Tor zur Hölle, die Toten entkommen und der Himmel wird schwarz. Dieses Unglück wird die Reue genannt. Wo Munakatas Freunde, Izuki und Mutsuki, sind, ist unbekannt, und das beunruhigt mich etwas. Wenn sie gefunden werden, kann ich sie vielleicht über das Dorf befragen. Munakata also, hä? Huh? Nächste Notizen des Folkloristen in deiner Mappe. Folkloristen Notizen 2? Irgendwo? Please? Okay. Du chillst ja also einfach so, ha? Huh? Okay. Manchmal möchte ich auch nur auf Tatami liegen. Auf Tatami-Matten liegen, Kumpel. An der Tür ist ein Schloss, das ein Stapelfamilienwappen zeigt. Auf dem Schlüssel ist etwas Dunkelrotes. Auf dem Schloss wahrscheinlich. Du hast die Tür mit dem Stapelschlüssel geöffnet. Puppenzimmer. Perfekt. Immer, immer gerne. Kapitel 4, das verbotene Ritual. Ja, wir haben Mayu wiedergefunden. Juhu! Hier liegt was. Schmetterlingsbuch 1, wo Mayu vorher lag, ist jetzt ein altes Tagebuch. Munakata und sein Lehrer sind heute in das Dorf gekommen. Er sagte, er sorge sich um Izuki und wolle ihm helfen. Aber ich kann Außenseitern nicht von diesem Dorf erzählen. Izuki ist im Lagerhaus eingeschlossen. Er wird wohl nicht mit den Außenseitern reden dürfen. Ja. Herr Makabe machte ein Bild von uns mit seinem Kasten. Mein Gesicht sah komisch aus, aber es war interessant. Er wird wohl... weil unsere Reinigung noch nicht abgeschlossen worden ist.
Bevor das passiert, müssen wir ihm zur Flucht verhelfen. Wenn ich eins mit Yahel werden kann, bin ich glücklich. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Sal. Mädchengesicht. Ein Foto lag lose darin. Das Schmetterlingstagebuch und das Foto der verzerrten Zwillinge legst du in die Mappe. Komisch. Sehr, sehr komisch. Vor allem dieser zensierte Teil, ha? Okay. There's something familiar about the smell here. Okay. Hier kann man was fotografieren. Etwas erscheint auf dem Foto. Ist das dieselbe Puppe? Auf einem Ständer befinden sich Puppen. Das war wohl ein Mädchenzimmer. Die Puppen fallen schon auseinander. Einigen Puppen fehlt sogar der Kopf. Das Foto habe ich schon gemacht. Wo geht's hier raus? Hinter der Kerze? Ja, hinter der Kerze. Komische Perspektive. Oh Gott. Ah, jetzt steht sie auf, ha? Mayu, geh da nicht so nah dran. Ist das wieder die aus der Kiste? Ich habe sie verpasst. Schon wieder. Okay, jetzt habe ich sie erwischt. Ein fatales Bild sogar. Ah, jetzt guckt sie aus der Wand. Oh, okay. Ah, ich bin immer zu langsam. Was soll das denn? Immer so eine Millisekunde bin ich zu langsam. Fuck. Ich brauche echt jeden einzelnen Film von diesem Typ 14 dann, ne? Diese klitzekleine Millisekunde. Yes. Na, wo portest du dich diesmal hin? Oh, hinter mich. Nein, das ist Mayu. Nicht getroffen. Oh, fuck. Erwischt. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Hä? Hä? Oh, da ist sie. Fuck, 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 fuck. Oh, da. Oh, schönes Foto. Mayu, alles gut. Ich habe die böse Frau besiegt. Irgendwas auf dem Boden glänzt im Lichtschein. Zwillingspuppenköpfe. Sie sind alt, aber schön dekoriert.
Das sind vielleicht die Köpfe für die Puppen im Nebenraum. Okay. Aber vorher... Oh, da liegt auch was. Upsala. Kurosawa-Karte. Da liegt eine alte Karte. Eben war sie noch nicht da. Folkloristnotizen 6. Ich verpasse echt eine ganze Menge, ha? Unter der Karte liegt ein Buch. Die Zwillingsmädchen des Hauses gaben mir eine Karte, die eine Nebentür zeigt. Sie sagten, dass bald die versteckte Zeremonie stattfinden würde und dass ich in der Nacht durch die Nebentür fliehen soll. Sie gingen so schnell, dass ich sie nicht weiter befragen konnte. Die anderen Leute im Haus verhalten sich normal. Gab es ein eigennütziges Motiv hinter der Gastfreundschaft? Nur um sicher zu gehen, werde ich Munakata vor mir nach Hause schicken. Alles verräumt. Mio, wait. Don't leave me. Sorry. Ich geh schon nicht, okay? Komm einfach mit. Ich möchte nur speichern gehen. Entschuldigung. Mario? Mario? Wir wollen auch gehen. So, ich guck nochmal ganz kurz ins Inventar. Nochmal alles vorbereiten. Hier nochmal kurz nachheilen. Okay. Kamera kann ich gerade nicht aufwerten. Hab nicht genug Punkte. Nö, 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 nö. Dann speichern wir mal. Spiel speichern. So, wir haben mal einiges geschafft heute. Ich bin jetzt auch fast 2 Stunden auf. Und wie es dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao, ciao.